Ja, mein Name ist Bianco Rinke. Ich habe die Professur für Medienökonomik hier an der Bauhaus-Universität Weimar. Ich bin von Hause aus Volkswirt. Schwerpunkte sind Wettbewerbsregulierungsökonomik und das versuche ich mit Begeisterung den Studenten hier beizubringen. Wie sind Sie denn damals nach Weimar an die Bauhaus-Uni gekommen? Also ich bin ja seit Oktober 2012 hier. Und das war so, dass hier eine Vertretungsprofessur anstand, also die Stelle war nicht besetzt. Und dann habe ich die Stelle vertreten, sie ist ausgeschrieben worden und seit dem 7.01.2014 bin ich jetzt hier Festprofessor. Sehr schön. Welche Seminare und Vorlesungen kann man denn bei Ihnen besuchen? Also natürlich nur schöne, das ist klar. Also ich bin ja im Bachelorstudium Medienwissenschaften, Medienkultur tätig und hauptsächlich im Master Medienmanagement. Das heißt, im Bachelor gibt es im Wintersemester immer eine Einführung in die VWL plus Übung. Und im Sommersemester gibt es für die Bachelor-Leute dann immer das Projektmodul Einführung in die Medienökonomik mit Vorlesung, Übung und Plenum. Und im Master mache ich dann im Sommer immer eine Regulierungsveranstaltung, im Winter eine wettbewerbspolitische Veranstaltung und dann bin ich im Winter noch im Bereich ökonomische Theorien tätig. Sehr schön, also nur schöne Veranstaltungen. Nur schöne. Und woran forschen Sie aktuell? Also im Grunde genommen ist das immer so, dass man oder ich an mindestens 8 Beiträgen gleichzeitig arbeite, mit unterschiedlichem Bearbeitungsstand. Einige sind fertig eingereicht, bei einigen ist nur die Idee da. In den letzten anderthalb Jahren habe ich mich relativ viel mit Sharing Economy zum Beispiel beschäftigt. Das Thema ist jetzt relativ aus meiner Sicht abgefrühstückt und aktuell habe ich mehrere Projekte zu Medienfusionen laufen. Also wie beurteilt das Bundeskartellamt Medienfusionen? Wir haben eine Vergleichsstudie zu Amerika gemacht, ist jetzt fertig. Mich interessiert immer der Markt Medien und Gesundheit. Da haben wir aktuell eine Studie, die fast fertig ist. Was für Qualitätsinformationen finde ich auf Webseiten von Alten- und Pflegeheimen, weil danach so will man sich ja auch entscheiden. Habe ein Papier zu ökonomischen Aspekten der Hörspielserie Die drei Fragezeichen, die es ja jetzt schon fast 30 Jahre gibt. Also wie sind da die Umsätze, wie sind die Gewinne und so und viele Dinge mehr. Also jede Menge zu tun. Ja, es wird nicht langweilig. Was bedeutet Bauhaus für Sie? Also es gibt ja, wenn ich das beobachte, insgesamt, sagen wir mal so, die Traditionalisten, die sagen Bauhaus und wie ist das entstanden und das macht Bauhaus letzten Endes aus und dann gibt es welche, nein, wir müssen das ins 21. Jahrhundert transportieren. Ich persönlich finde die Diskussion immer ziemlich müßig, weil ich glaube, Bauhaus steht ja für Offenheit, für Interdisziplinarität und auf jeden Fall für Lust auf Neues zu machen, sage ich jetzt mal. Und wie das jeder für sich interpretiert, das sollte, glaube ich, jedem selber überlassen bleiben. Und deswegen, also eine genaue Definition habe ich eigentlich nicht, außer diese drei Adjektive, die ich gerade benutzt habe. Okay. Was ist denn Ihr Lieblingsort hier in Weimar? Deswegen sind wir natürlich hier, ja, das sind natürlich solche Seminar- und Hörsäle, wo man natürlich immer gerne ist. Und es ist tatsächlich auch so, dass hier in diesem Raum im Oktober 2012 die erste Veranstaltung von mir stattgefunden hat. Mhm. Deswegen habe ich dann diesen Ort mal gewählt. Sehr schön. Was war denn Ihr lustigstes Erlebnis an der Uni? Ach, im Grunde genommen passieren ja jeden Tag irgendwelche lustigen Sachen. Die meisten sind so aus der Situation heraus oder Versprecher oder Formulierungen, die man gar nicht so haben wollte. Und da gibt es so viel, aus meiner Studienzeit, da war ich ja auch schon in der Universität in Münster, war es mal so, dass jemand im H1, größte Hörsaal, fast 1000 Sitzplätze, dem Professor unten eine Pizza bestellt hat und dann nach 45 Minuten, also der Pizzalieferant vor 1000 Leuten die Pizza dann da ausgeliefert hat, das fand ich ganz lustig. Es gibt ganz viele Sachen. Als Mitarbeiter an der TU Ilmenau, da habe ich mal einen Begleitkurs gemacht und dann habe ich eine Frage gestellt, keiner hat geantwortet und dann habe ich gesagt, dann muss ich jetzt wahllos dran nehmen und habe auf einen gezeigt und der hat gesagt, weiß ich nicht. Und seine Freundin saß neben ihm. Und dann hat sie ihn angemacht, warum er das denn nicht wisse, weil das hätten sie sich ja gestern erst angeguckt. Und die haben also 2-3 Minuten verlassen, nur in ihrem Kosmos, vor sich hingestritten. Und da will man dann immer dann auch nicht dazwischen gehen. Aber ansonsten, Versprecher sind immer klasse. Neulich habe ich meiner Veranstaltung gesagt, ja, wenn man eingefleischter Vegetarier ist, dann isst man kein Schnitzel. Völliger Schwachsinn. Oder auch was dann von Studierenden kommt, ja, wenn man über Marktstellung von Google redet.
Da hat dann eine Kommilitonin von Ihnen mal gesagt, das ist doch klar, die haben ein voll krasses Monopol. Da denke ich natürlich, ja, ne? Was ist denn, gibt es auch halbkrasse Monopole? Ja. Ja, oder was ist ein drittelkrasses Monopol? Und schön ist dann, wenn Sie dann so völlig einen Blick ernten, der so nach dem Motto, was will der jetzt von mir? Weil es ist doch klar, was ein voll krasses Monopol ist. Ein Monopol ist ein Monopol, über das ich mich aufrege. Da denke ich mal, ja, super, das müsste man eigentlich in die Literatur einführen. Ja. Also. Was war hingegen Ihr schlimmstes Erlebnis an der Uni? Also unschön sind natürlich solche Sachen. Ich habe das wenig erlebt, zweimal bisher, wo dann Studierende tatsächlich, weil sie so nervös sind vor Vorträgen, am Pult zusammenklappen zum Beispiel. Das ist wirklich ganz, also da kann man eigentlich die Veranstaltung sofort abbrechen. Also so solche Sachen, es gab auch mal eine Szene in einer mündlichen Prüfung in Ilmenau. Das ist die Frage, ob es schlimm oder schon fast lustig ist. Da wollte dann der Prüfling, also dem einen Professor, es war eine große Prüfung, also persönlich an die Wäsche gehen und so. Also das sind tumultartige Szenen so nach mündlichen Prüfungen, wo man denkt, das gibt es eigentlich gar nicht. Also das ist sowas, was man nicht braucht. Okay. Was denken Sie, wie beschreiben Ihre Studenten Sie als Professor? Das weiß ich natürlich nicht. Und das ist natürlich auch eine unfaire Frage, also weil das wäre genauso, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was glauben Sie, wie die Professorenschaft Sie beurteilt? Ja, genauso, also, als fleißige Student? Natürlich. Ich kann mir nur was wünschen, wobei ich die Reihenfolge jetzt nicht festlegen möchte. Also das wäre natürlich fachlich kompetent, das ist mir wichtig. Engagiert ist mir wichtig und fair in der Beurteilung. Und dann schon zu unserer letzten Frage. Wie sieht der perfekte Student für Sie aus? Also es gibt keinen perfekten Studenten, weil das würde das ja jetzt auch konterkarikieren, wenn ich sage, was ist Bauhaus? Ja? Es gibt unterschiedliche Typen, es gibt mehr oder weniger Engagierte aus Sicht eines Professors. Aber das ist eigentlich völlig egal, weil Sie müssen ja letzten Endes damit klarkommen, was erwarten Sie hier vom Studium, was wollen Sie später machen, das weiß ich alles nicht. Und deswegen möchte ich mir da kein Urteil erlauben. Alles klar. Bestes Buch? Bestes Buch, Handbuch für Musiker von Musikproduktiv. Alles klar. Lieblingsfilm? Lieblingsfilm, alles von Die Hard. Und beste Serie? Beste Serie? Ich gucke überhaupt keine Serien. Alles klar. Theater oder Oper? Theater. Lieblingsland? Deutschland. Nächstes Reiseziel? Holland. Sport machen oder Sport gucken? Sport machen. Radfahren oder Joggen? Radfahren. Letzter Ohrwurm? Letzter Ohrwurm, Hell's Bells von AC/DC. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Pasta oder Pizza? Pizza. Lieblingsgericht? Pizza. Was ist in Ihrem Kühlschrank? Also was da immer drin ist, Käse, Milch und Bier. Bestes Mensa-Essen? Es ist hier alles gleich gut. Goethe oder Schiller? Goethe. Nettester Kollege? Okay, ich kann auch Kollegin sagen, oder? Klar. Emes. Must-have in der Vorlesung? Keine Ahnung. Sagen Sie mir das. Handy. Handy, okay. Aufgeladenes Handy. Aufgeladenes Handy, okay. Hassfach im Studium? Im Studium? Ja. Mathematik.